So, wir sind heute hier, dürfen heute den neuen Trixers uns anschauen. Guck mal, wer da steht. Unser Pferdchen vorbei. Sieht von vorne mega geil aus, darf ich das mal so mal sagen? Also in echt sieht er nicht aus wie ein Creighton, nur mal so nebenbei. Also hat nichts mit Creighton zu tun. Der Spoiler vielleicht hat ein bisschen was mit dem Creighton zu tun, aber ansonsten nicht. Also, das ist schon was ganz anderes. Sehr schön. So, irgendwie macht man einen Deckel ab. Komm. Ich kann das nicht. Warte, wie geht das? Da sind, glaubst du, die Kreise drunter. Ziehst die nach außen? Nee, da die zwei. Genau. Und wie ist das? Das ist komisch. Komisch, das ist cool. Das ist cooler, als wie wenn du die Finger da mal reinfummeln musst. Ja, da gucken wir mal schön da rein. Also 2000 kV, sagt Ronald, gell? Mhm. Eine schöne fette Strebe drinne. Schönes T-Profil. Ja, 6S Regler vom E-Revo, gell? Vom E-Revo. Genau. Ja. Ja, schönes Akkusystem hier. Einwandfrei. Verstellen in der Höhe für zweierlei Akkutypen. Also erst jetzt für 2x3 ist und dann kannst du noch für 1x4 essen. Ist auch der Loop ist vorbei. An der Kiste. Mhm. Der Gesicht? Ja, also ich finde das echt klasse hier mit der Verriegelung. Die Dämpfer scheinen vom Max zu sein. Funktionieren echt gut. Und super. Die Querarme kann man verstärken. Ja, da kommt, sind schon verstärkt. Da gibt es dann Carbonstreben wahrscheinlich, die man einschrauben kann. Mhm. Ja. Echt oder krumm ist, ist es krumm. Das Chassis ist mega geil. Vor allem die Farbe blau. Also echt geil gemacht. Mattgarten sind schon verbaut. Sehr schick. RTA aus der Box. Fast rein. Also mir gefällt er. Schön Alu-Motorhalter. Modul 1. Ja. Modul 1 ist das. Eine schöne große Receiver-Box. Und der Lüfter passt Plug and Play. Was ist das jetzt für eine Größe? 35, oder? 35 müsste es sein. 35 mm. Ja. Ackermann ist alles. Servo selber. Servo selber auch. Ja. Die Manschetten sind ja geil. Das ist neu. Das ich hoffe, ihr seht's. Manschetten drin. Das sind aber keine CVTs, gell? Nein. Das sind Knochen. Knochen. Ja. Ja, sehr schick. Oh, hinten die sind noch massiver, können wir sehen. Die Arme hinten. Alter Schwede. Das ist ja wie Vollmaterial. Also wenn da was wegknackt, da muss schon ordentlich was passieren. Schönes Gerät. Der Gerät. Der Gerät. Ja. Sehr nice.
gefällt mir. Ist ein Stück kleiner als der Coralie. Wenn du so siehst, so. Das Stück. Aber das ist egal. So, Ronald, wie lange darfst du den nicht verkaufen? Bis zum 8.4. Bis zum 8.4. Ab da können wir im Laden verkaufen und ab 8.5. oder 9.5. dann online. Also könnte man nochmal vorbeikommen, indem wir Probe fahren. Ja. Sehr schön. Ronald hat noch ein anderes Sahne-Stück hier stehen. Den da. Da. Kann ja auch mal runter tun. Den da. Aber eigentlich meine ich den hier. Der fetzt auch. Haben so was Cooles draußen gemacht, ja. Ja. Echt schön. Sehr, sehr schön. Den möchte mein Sohn haben. Deine Tochter möchte, steht wieder in der Ecke. Was ich will, steht da hinten. Nee, den, warte mal. Was ich steht da wen hinten. Meinst oder du, den hier wen meinst du, du den da? Nein, nicht den. Den da hinten. Ach, den hier. Nicht den. Den da. Genau, den da. Ja, den darf ich leider nicht mit nach Hause nehmen. Ärger. Da gibt es mit der Regierung Ärger. Mit Beleuchtung. Aber hat Audi, hat gleiche, auch gleiche Prinzip wie gleiche Prinzip wie der Sedge. Das sah jetzt auf den ersten Blick gar nicht aus wie Lexan. Das ist Lexan. Okay. Guck mal. Ja. Ist ja komisch, wenn das jetzt. Metallic. Gell? Ja, so. Metallic. Ja, die Gummi ist drin. Hä, da kann man was anschauen. Ist halt ein Bürstenmotor drin. Naja. Ronald. Kann man umbauen, wenn man möchte. Aber ich denke mal, der ist flott genug. 48 km/h, glaube ich. Ja. Ich habe mich nämlich, bevor ich hierher gekommen bin, nochmal belesen. 30 Mal, also 50 km/h. 50 km/h? Ja. Sieht noch heißer aus auf dem Bild. Ja, komplett Beleuchtung eingebaut. Ja. Also Vortec 3.0 Chassis. Das ist das Neuere, gell? Das ist das Neue, ja. Sehr schön. Der hat ja was für Papa. Muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Hätte ich den TT nicht, würde ich den nehmen. Halt das XL5 drin. Ja. XL, da kann man ja, wenn man jetzt sagt, ich will es schneller haben. Ich habe da so eine Idee schon wieder im Kopf. So, eine Brushless-Motor. So 4000 kV rein, Probitronic. Ja. Großes Ritzel rein, wenn es passt. Sieht sehr eng aus hier. Ich weiß jetzt nicht, was da drin wird. Scheibenbremsen hat er auch. Ja, cool. Scheibenbremsen. Und die drehen sich sogar durch den Block. Ja. Das ist ja geil. Ja, ist, manche kaufen sich das Auto und stellen sich die Vitrine. Hm. Ist das? Ja. Der wird bei manchen Leuten nie gefahren. Steht halt im. Die Dämpfer im sind Schrank. Und ordentliche Reifen. Also die Reifen sind richtig Gummi. Das ist nicht irgendwie, ja. Sehr schön. Ronald hat immer die tollen Sachen hier stehen. Guckt euch den an. Genau. Oder den. Fahrer passt nicht so richtig. Nummer größer. Ja. Ja. Ist schon geil. Muss ich jetzt mal ehrlich mal sagen. Hätte nicht gedacht, dass der so. Ist das Metall? Ich denke ja. Ja. Das Metall. Also nicht so wie beim. Nicht wie beim. Eine Blaste. Der hat eine Blaste drin. Cool. Was kostet der? 2,369. Heiligabend. Was? Heiligabend? Möchte der bitte unter Baum stehen für mich? Kannst du mal aufschreiben. Und einen Zettel bringen. Sehr schön. Notizblock. Mal kurz einen Blick hier. Emily zeigt nochmal das. Auf und zu. Im Moment nicht. Da. Da. Die kommt täglich wieder. Aber das sehr nice. Und Emily macht jetzt nochmal zu. Wie schön einfach das geht. Ja. Tschüss. Blöpp. Fertig. Das ist nicht ganz einfach. Oh.
Sehr schick. Sehr, sehr schick. So. Also irgendwie möchte ich euch noch sagen, kommt einfach mal bei Ronald vorbei in Obernissa. Ja. Der hat einen super geilen Laden. Ja. Flugzeuge, Panzer. Ronald ist auch mega cool drauf. Ja. LKWs gibt's auch. Bordersportlader. Genau. Also macht euch alle mal rein. Ronald macht euch auch gute Preise. Stimmt's? Mhm. Genau. Sag ich doch. Sehr gut, Ronald. Danke für den schönen Tag bei dir. Mhm. Gerne. Okay. Noch einen kurzen Blick. Also, das sieht viel cooler aus als zu graden. Gut. Dann. Ciao.